Willkommen zurück live im Stream mit einer neuen Aufnahme und Folge natürlich von Grim Dawn. Ja, es sind auch schon ein paar Leutchens da, also wie gehabt, ich gucke doch nochmal darüber und quatsche mit dem Chat und antworte auf Fragen. Wir hatten gerade kalte Füße am Arbeitsplatz und nicht weil man Angst hat, sondern weil man wirklich friert, sprich Homeoffice, und ich habe dem Herrn Jones ein Hundekissen gekauft. Ja, ich weiß, das klingt doof, aber ich fand das die bessere Lösung, weil es recht hoch ist, super flauschig, eine schöne Größe hat und es cool aussieht. So, let's go. Deswegen hat er jetzt sein Hundekissen gekriegt. Feedcam bei Porky Jones gibt's demnächst. Ach du Scheiße. Wir hätten noch Webcams übrig. Nein, das darf ich nicht sagen. So. Ups. So. Ich habe wieder mal irgendwas verkauft. Ich hatte eigentlich 2000 Leben. Daran erinnere ich mich. Na, ist egal. Hallo Rain, grüß dich. Guten Abend. Der Aufseher. Ach ja, genau. Wir müssen nach Burridge in den Keller und müssen den Aufseher töten. Betritt den Keller des Aufsehers. Dann sollen wir... Kasparov, das ist dieser komische... Er hier. Wir sollen seinen Lehrling finden. Das ist ein junges Mädel. Die hat er einfach losgeschickt, um irgendwelche Sachen zu finden. Die ist irgendwo in der Nähe von Burridge in einem Keller. In den Burridge Estates. Was? Hier wird schon wieder geschossen. Alter Finne. Und, ja. Ich weiß nicht, ob die noch lebt. Keine Ahnung. Wir haben ja im letzten Stream gesehen, dass da einfach so viel Ungeziefer ist. Untote und irgendwelche mutierten Viecher. Und dann sollen wir... Im Hafengebiet von Burridge sollen wir nach Stoffen suchen und sollen der Schneider 3 Stücke davon bringen. Und sie macht dann Kleidung für die Menschen hier in Devil's Crossing und vielleicht auch was für uns. So, ah, ich kann ja durchs Portal. Wir gehen mal durchs Portal. Ah, das in Burridge habe ich doch, oder? Ah, sehe ich gerade nicht. So. Burridge, genau. Da ist es. Hier haben wir ja schon alles getötet. Spawnt das nach? Ja. Okay. Moment, muss einmal ganz kurz wieder dran gewöhnen. Okay, die Kisten spawnen nach und die Gegner, aber die Gegenstände für Quests nicht. Gut. Das heißt, man könnte... Aber die sind alle leer. Was steht denn hier rum? Oh, fliegende Augen! Yay, level up! So, fliegt das Auge. Okay. Was war denn das eine Ding eben gerade? Besser. Achso. Ups. Aua. Ey, ich habe gerade mein Inventar durchsucht. Finden. Treppe nach unten. Treppe nach unten. Was sind denn die Estates? I don't know.
Brücke Reparaturstelle. Ist das eine Art Stadtteil? Bin ich überfragt. Wir müssen in einem Keller, in den Burridge Estates sein. Schade, dass ich das hier nicht wegziehen kann. Das steht immer außen. Hm. Okay. Oh, hier ist noch eine Kiste. Upsi, hab ich nicht gesehen beim letzten Mal. Okay, wackelt das heute ein bisschen, kann das sein? Oh, warte mal ganz kurz. Muss mal gerade was einstellen. Runde, das sollte eigentlich keine Auswirkung. Auf die. Ganz kurz was suchen. Sicher. Wo hab ich? Das schneide ich dann hoffentlich raus. Hoffe ich denk dran. Kann ich ein bisschen üben. Ah, hier. Hab's gefunden. Okay. Alles klar. Geht weiter. Sorry. Dadurch, dass ich OBS Update gemacht habe, hat der mir die Zuschauer unten angezeigt. Das würde ich aber gar nicht sehen. Ist mir gar nicht vorher aufgefallen. Ich hab's gerade durch Zufall gesehen. Ich hab's jetzt ausgemacht. Es verwirrt mich nur. Und lenkt mich ab. So. Jetzt. Jetzt besser. Oh. Hier gehe ich aber raus. Wenn ich gehe, ich gleich mal dorthin, wo eine Treppe nach unten ist. Hello. Ah, das ist so toll mit der. Was? Schießt doch einer. Ach, du schießt. Na komm her. Oh ja, Goblins. Polonaise. Dann nehmen wir den. Lost Ark hat 80 GB. Oh, echt? Okay, ich habe noch Platz. Sehr viel Platz. Die Gaming-Platte hatte ich ja getrennt mit der Record-Platte jetzt da. Alles gut. Ja, nehme ich. Aber das dauert lange, ne? Stachel. Ich bin wieder rausgelaufen aus Burridge. Bin ich falsch? Das ist nicht gut. Was? Wieder Nähe? Mit der Familie auf Wandertag oder was? Oh.
Okay, so. Woodmere, Dorf Burridge, Ostsumpf. Ne, dann müssen wir schon hierher. Das ist eine Sackgasse. So, hier geht's irgendwie zu ein paar Häusern rein, ne? Hier war ich gerade. Da ist das Rift. Oh. Ja, Masse, Masse. Können die Augen nicht runterkommen? Das war cool. Ach, da ist noch jemand drin. Okay, jetzt nicht mehr. Flogen die Fetzen von dieser riesen Kugel. Gab es bei Turtles nicht auch so ein komisches Vieh, was eigentlich nur ein Auge war und ein runder Ball? Nee, wo waren das? Das war auch in irgendeinem Fantasy-Ding. Muss noch mal einer aufs Klo. Ist gerade frei. Und Toilettenpapier haben sie aufgefüllt. Eine Falltür, Falltür. Da geht's runter. Seuchte Kette. Au. Der wollte geradeaus stehen. Da hat ihn der Blitz getroffen. Einfach so automatisch. Ich habe gar nichts gemacht. Ganze liegen bleiben. Brauchst dich nie bewegen. Alles gut. Kann auch bestimmt noch mal skillen, oder? Yes. Blitzeis. Kalidos Sturm. Das ist der hier. Und das ist die 2. Die 2 ist mega gut, nehme ich. Diese Druckwelle ist der Hammer. 12 Meter Radius. Ich hätte gern 45. So, du weißt ja, die halbe Welt so. Ja, so. Ja. Wo liegt denn hier? Oh Gott, der hat da viel Kram bei. Das war so ein Buchständer, aber der... Das ist toll. So eine Art... Salzkreis? Bannkreis? Hat er selber irgendwie so einen Schutzkreis versucht, um sich herumzuziehen? Wie die Hosen und alles immer einfach so rausfliegt. Als würde die Kiste das ausspucken. Also gut, da geht es lang und...
Na? Ah, schön. Ach, das ist nur ein Raum. Okay, Moment, dann gehen wir mal dahin. Da gerade freigemacht, das ist nur ein hier ein Raum. Hermits Beinschütze. Blitzern. Was ist das denn? Cool. Oh, I. Ah, ich kann sie doch nicht tragen. Ich muss 23 sein. Ich bin 19. 157 Rüstung. 193 Lebenspunkte. Okay. Angriffsqualität, Verteidigungsqualität, Lebenskraftwiderstand und arkanischer Wille. Die brauche ich. Muss ich unbedingt anziehen können. Arkanisten-Zepter der Vernichtung. Wie sieht das aus? Ja, da gefällt mir mein Streitkolben irgendwie besser. Ist einfach nur eine Keule. Schreckenslords Goldring. Hier noch die Rüstung. Rüstungsverbesserung. Ich kann nichts mehr aufwerten. Alles ist schon aufgehört. Außer die Handschuhe. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Die Handschuhe. Ja, dann... was anderes? Konstitution und Rüstung. 18 Rüstung. Gut, dann das drauf. Ei. Wieder so ein Repetierbüchse. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht wieder zu irgendeiner Pistole oder zu einer, ja, hier, zwei Stück habe ich schon gewonnen. Aber die Werte sind mir irgendwie noch zu schlecht. Der hatte fast gar nichts drauf. Hm. So. Das habe ich. Ich habe mich kaum bewegt. Ich habe zwei Skills gedrückt. Und wie viele Viecher habe ich gerade kaputt gemacht? Oh mein Gott. What the fuck? Ich hätte gerade mal was aufgeblinkt. Das war's, hier geht's wieder hoch. Mal ganz kurz mein TI raus. Oh. Hello. Nee. Mm-hmm.
Okay. Ach, hier ist die Barrikade. Und da! Was? Oh cool, der war kaputt geschossen, das kann ich looten. Danke! Danke! Ich muss die Tür kaputt machen, Mensch. Das wird doch sonst nichts. Boah, was ist das denn? Irgendein grünes, cooles Item. Des Unterwerfers Bewachung, Bewacherauge des Donners. Seltene Nebenhand. Stufe 20 brauche ich dafür. Plus 15% auf alle Schadensarten. Oha. Nichts. Oh, hier. Ja, wo ein Sturm her. Das war mal ein Mensch. Mann, Mann, Mensch. 83 Rüstung. Oh. Okay. Schasel. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Was? Beim Rift ist noch eine Treppe. Hier waren wir noch gar nicht. Kommt da angerannt mit schnellen Schritten. Den Anschluss nicht zu verpassen, ey. Okay, hier komme ich gar nicht weiter. Hochstuhl. Da sitzt so total creepy Puppe drin, aber egal. Sehr cool. So ein schickes kleines Detail finde ich mega gut. Fast übersehen. Aber hier ist nichts weiter. Ich habe auch noch kein Stoffstück gefunden, ne? Fällt mir gerade so ein. Nix. Aber gut, ich war auch noch nicht am Hafen. Lol, das sind die Estates. Alles klar. Hab's gar nicht gesehen.
Sehr schön, hier muss ich hin. Auf jeden Fall, sehr gut, wir sind richtig. Ich muss ja den Lehrling finden. Da geht's lang, aber außen geht's auch lang. Okay. Dann ist hier die Brücke. Nix. Aber aus dem Haus komme ich doch nicht raus, oder? Doch. I can't carry anymore. I can't carry. My inventory is full. Oh no. Was? Ach. Jetzt wo sie sagt, ja. I can't carry anymore. I can't carry anymore. Die Großaxt geht nicht. Das sind so viele Felder. Ah, die hat wahrscheinlich zweimal die. Okay. Ah, okay, dann bin ich sofort zurück. Wow. Ich brauche einen riesen Koffer. Ich brauche einen Trolley, den ich hinter mir herziehe. I'll give you a good price on what I've got left. Schaden. Durchstechendes eisernes Entermesser der Bereitwilligkeit. Hm. In deinen Händen zuckt das Auge immer noch. ...1107 Stromschlagschaden für 3 Sekunden bei Betäubungsbombe. Was? Aber es ist ein Bruchteil von dem Wert, was ich gerade anhabe. Oder was ich gerade benutze. Ach, hier ist noch ein Steinchen. Hm. Das Zepter, egal. Es ist zwar deutlich mehr wert, aber es macht zu wenig Schaden. Ciao. Bis gleich. Zeig mir die große Axt her. Jo, 151 Damage. Plus 63 Schaden pro Sekunde nochmal, wenn ich ausrüste, okay? Aber die ist so langsam. Was ist das denn hier? Okay. Irgendein Operationstisch, hier liegt ein Hirn. Was zur Hölle?
Also diese Blitze kommen immer mal wieder random, automatisch, die mache ich gar nicht, das ist so krass. Also die, ja, die schieße ich, aber die einfach so von oben abgefeuert werden. Oh, das sieht ja cool aus hier. Aber ich glaube, diesen Schädel kann man nicht essen. Oh. Hier. Wir haben geschlossen. Public House.